Ja, hallo liebe Freunde und Feinde. Es wird mir wieder Zeit, ich habe auch nichts zu Abendbrot gegessen, mal wieder eine kleine Feldration zu probieren. Und zwar habe ich bekommen hier, ne, aus Norwegen eine Feldration, und zwar eine Arctic Field Ration, ne, eine Feldration mit extra Höhen, Kalorienwerten. Chili Stew vegetarisch. Vegetarisch bin ich eigentlich allergisch gegen. Mal gucken, ob es schmeckt. Chili Stew vegetarisch. Ne? Hier steht noch ganz schön, ne? Real Field Meal. Das ist ein wirkliches, eine wirkliche Feldration. Steht halt drauf. Ne? Gut. Real Taste, Real Energy, Dry Tech in Tromsø. Guck. Ne? 1300 Kalorien hat das Ding, Kilokalorien. Ich meine, 3 Stück davon gibt es am Tag. Vegetarisch, na gut, habe ich mich vergriffen vielleicht. Was ist hier drin? Chili. Vegetarisches Chili, bin ich richtig gespannt drauf. Energiedrink, Schokolade, eine Soße. Dann ist hier drin dehydrierte irgendwas. Eine Suppe oder so, Servietten, Kaffee. Soße, Desinfektionstuch. Ja, also ne, schön eingeschweißt, relativ klein und handlich, nicht so wie die anderen. Gut, hiervon gibt es 3 Stück. Ne? Ja, Arctic Field Ration. Ich werde es aufmachen. Trommelwirbel. Wo steht das hier? Oben hier. Das ist ja witzig. Das ist ein Klebestreifen, um das Ding nachher zuzukleben, wenn man es nicht ganz aufbraucht. Coole Idee. Das ist mal eine coole Idee. Tatsächlich. Ne? Man kann hier das Ding abziehen. Ich zeige es euch nochmal. Das hier als Klebefläche benutzen, um dann die Tüte zu verschließen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Es gibt hier keinen vorgefertigten Abreißer. Hier ist nichts irgendwie eingekerbt, dass man es einfach aufreißen kann. Dafür hat Gott die Schere geschaffen. So, dann machen wir das gute Stück mal auf. Ne? Zack, hier ist es drin. Da sehen wir es hier. Da. So, wir packen es mal aus. Wir haben 60% Schokolade, würde mir Zartbitter dazu sagen. Ne? Schon fast. Ne? Schokoladenriegel. Wir haben Proteinbar Cranberry. Der sieht fast so aus wie den es hier im Sportstudio gibt. Real on the go. Cranberry Protein Bar. 28% Protein. Kleine Eiweißbombe, ne? Was haben wir noch? Spicy Sauce. Spicy Sauce. Stimmt, das ist eine Soße drin, das ist kein Pulver. Gut. Wir haben Desinfektionstuch. Wir haben. Ah, dehydriertes Kaffee, also Kaffeepulver. Gespannt, wie das schmeckt. Ne? Wir haben ein Kaugummi. Wir haben. Ach, herrje. Das ist das Chili, aber schockgetrocknet, hier frostgetrocknet. Also und komplett hier Vakuum verpackt. Guck an. Wir haben Löffel. Kann man immer gebrauchen. Löffel ist richtig schön. Leere Tüte. Wir haben ebenfalls hier Nüsse. Nüsse. Wir haben eine Tüte für den Müll
und Energy Drink. Das war's. Das war's. Das ist schon mal überhaupt keine vollwertige. Das ist halt Ergänzung, ne? Aber trotzdem. Wir haben hier Energy Drink. Wir haben Erdnüsse. Wir haben zwei Riegel. Wir haben hier die Soße. Und wir haben, das ist ein einfacher, einziger Block. Das ist, wundert mich. Ne? Aber gut, mehr ist da nicht drin. Mehr ist da einfach nicht drin. Bin ja schon fast ein bisschen, ich dachte, das ist mal richtig Bombe drin oder so. Gut, das ist eine kleine Tüte gewesen. Ne? Aber okay, wir fangen an mit der Schokolade. Schokolade, 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 Schokolade. Ja. Zartbitter. Und gar nicht mal so lecker. Ich bin ja sehr verwöhnt von dem französischen Ehepaar, ne? Das französische Ehepaar hat mich von vorne bis hinten ja ziemlich begeistert. Ne? Cranberry Proteinriegel. Ist das, was es hier auch bei Müller und so gibt, ne? So ein Proteinriegel. Schmeckt nach nichts. Ich habe natürlich jetzt noch die Schokoladengeschmack im Mund, ne? Aber der schmeckt nach nichts. Ich muss mal kurz. Nochmal. Der schmeckt nach nichts. Bis jetzt bin ich sehr enttäuscht. Zisch. Erdnüsse, gesalzen. Hier schmeckt nach Erdnuss. Ich meine, bei Erdnuss kann man nichts falsch machen, ne? Aber die schmeckt nach Erdnuss. Die Nüsse okay, schmecken nach Erdnuss. Kann man machen. Wir probieren mal den Kaffee. Das wird ein richtig schnelles Video, diesmal. Beim letzten Mal habe ich 40 Minuten gebraucht oder so. Ne? Und jetzt muss ich sagen, ich bin ja gleich durch. Arctic Field Ration. Da fahre ich lieber den Tizeneinsatz. Aber gut, Kaffee. Kaffee. Das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Und es ist kein Kaffeeweißer dabei und nichts. So, ich kann den Löffel nehmen. Da ist kein Kaffeeweißer dabei und kein Zucker und nichts. Soll man das dann aus den normalen nehmen?
Steht was drauf? Instant Coffee. Freeze-dried. Prost. Oh, ist ja schlecht. Habe ich Geschmacksverirrung gerade? Die Schokolade ist furchtbar. Der Riegel schmeckt nach gar nichts. Der Kaffee ist... räudig. Vielleicht reißt es der Kaugummi raus. Zwei Stück sind da drin. So kleine Dinger, ne? Zwei Stück. Ja. Sehr pfefferminzig. Das ist okay. Ich habe schon bei den anderen Videos gesagt, ne? Schön ist es mal morgens, wenn man richtig kaputt ist oder so. Wacht auf und hat keine Zeit, jetzt sofort sich die Zähne zu putzen gerade oder kein Wasser oder sonst was, ein Kaugummi rein. Dass man einen anderen Geschmack im Mund hat als einen toten Igel. Ne? Also das ist wirklich... ja, der ist gut, der ist richtig pfefferminzig. Ne? Das ist richtig so eine Pfefferminzbombe. Ja. Okay, der geht tatsächlich. So, jetzt probieren wir mal Energy Drink. Machen wir nachher, glaube ich, mal. Ne? Jetzt kommen wir mal zu dem... das war alles. Angeblich gibt es 3 Stück davon. Das ist eine 1/3 Mahlzeit. Nur von 3 von diesen Dingern wäre ich doch nicht satt. Oder was? Das Chili-Gericht hat 700 Kilokalorien. Da hält man doch keine... das werden mich 3 Stück davon mir reinpfeifen, Tag über, dann habe ich 2100 Kilokalorien. Ich brauche ungefähr, wenn es richtig kalt ist und ich bin am Arbeiten und es ist, ich habe Gepäck dabei, brauche ich 3 bis 4000 Kalorien am Tag. Spannend. Chili-Topf. So, wie machen wir den? Wie machen wir den? Enjoy your meal and carry on. Real Field Meal. Full Meal. Oder gehen die davon aus, wenn man richtig oben da im Norden ist, in der Arktik oder so, dass man dann... boah. So, man soll das hier bis zu dem mit heißem Wasser auffüllen. Das habe ich doch irgendwo irgendwas gelesen. Full Meal. La 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 la. Vegetarisch, ja, geschenkt. Es ist so wenig. Share your real moments. Und das riecht auch nicht gut. Da. Also. Ganz ohne Scheiß. Ganz ohne Scheiß. Ich bin nicht begeistert. Ich bin froh, dass ich diese Tüten hier zum... ich habe 2 Stück gekriegt, 2 verschiedene. Praktisch zum... ich Porto bezahlt, ne? On the go. Schalalala. Your body is your most important tool. Alter, ist das schlecht. Ich hau da jetzt mal ein bisschen Wasser rein und gucke ich mal. Aber im Moment muss ich sagen, heißes Wasser, heißes Wasser, heißes Wasser. Bis... so. Beim letzten Mal hat ja jemand gesagt, ich soll nicht so rumjammern, wenn es so heiß ist, ne? Ja, mal jetzt rum, dass es nicht heißer ist. So. Das muss jetzt ein bisschen einweichen, aber
Einfach nur zum Gucken, ne? Da sind so klitzekleine rote Böhnchen drin. Ich meine, das war jetzt schockgefroren, schockgefrostet und dann vakuumverpackt, ne? Jetzt quillt das ein bisschen auf, das Ganze. Aber könnt ihr euch noch an die Chili con Carne erinnern von den Franzosen? Dieses unglaublich leckere. Ich überlege schon, ob ich mir noch mal so eine E-Pack-Packung hole, damit ich es mal essen kann. Hm? So. Muss noch einweichen. Es ist jetzt natürlich so, wenn ich im Gelände bin, kälteste, was ich mitgemacht habe, war irgendwie bei knapp minus 20 Grad. Und im Straßengraben gepennt. Alter, war das kalt. Da ist egal, was es ist, hauptsache es ist warm, ne? Und man hat einen Bauch voll. Also das geht dann, dann ist es nicht so wild, ne? Aber das hier. Das ist scharf. Also Chili ist da drin. Das ist scharf. Man hat einen Mund voll mit den kleinen Böhnchen, mit den roten Kidneybohnen und mit dieser Masse. Das ist ja ein Ersatzstoff für ist ja vegetarisch, ne? Vegan meine ich. Nee, vegetarisch. Ja, das ist ja ein Ersatz fürs Hack, was eigentlich reinkommt, ne? Ich schmecke nur die Würze. Das ist ja richtig. Heile Witzka. Nee. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, echt. Ich war ja auch ratlos bei den Spaniern. Bei den Spaniern habe ich ja probiert, dieses Frühstücksmenü. Da war ja auch nichts drin, außer ein paar Cracker und Dings, ne? Ein bisschen Marmelade und so. Das Beste mit Abstand bis jetzt, das Beste, auf jeden Fall, mit Riesenabstand, war das Französische, was ich gegessen habe, ne? Mit dem Thunfisch und dem Chili. Ah, sowas, unglaublich, das ganze Ding war perfekt. Diese EPA-Packung da, ne? Dieses MRE. Das Amerikanische war einfach nur viel, aber auch nicht gut. Dieses hier, Gewürz. Kann man auch Sägemehl nehmen und dann diese Gewürze draufknallen. Ich glaube, das ist genauso gut. Ne? Die Schokolade, bla, nee. Und jetzt haben wir noch diesen komischen Energiedrink. Just add 30 Milliliter Wasser. Batman. Machen wir das mal, ne? Hilft ja nichts. Und dann bin ich auch schon durch hier mit dem Ganzen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was gelesen über die norwegischen Arktik-Ration. Ganz oft liest man dann, oh, super, super, super. Kann sein, dass ich jetzt leider ausgerechnet. Boah. Alter, das riecht so künstlich. Das ist. Oh, Mensch. Boah. Ja. Was? Ja, 0-3. Zufall. Es löst sich auf jeden Fall sehr schnell auf. Oh, schmeckt das schlimm. Das ist sehr künstlich, sehr fruchtig und unglaublich künstlich, ne? Wie das amerikanische Tropical, keine Ahnung was, das war auch so schlimm. Das ist einfach nur Geschmack, aber das ist,
Ich bin jetzt durch. Ich habe das ganze Arctic, die ganze Arctic Feed Ration habe ich jetzt durch. Jetzt habe ich hier noch lecker ganz zum Abschluss hier ein Tüchlein mit. Boah, das ist geil. Das ist richtig flüssig. Das tropft richtig. Boah. Boah. Das ist, da kannst du dich mit waschen, zur Not. Das ist groß genug. Das ist sehr feucht, damit kann man sich zur Not einmal so falten und einmal so eine Katzenwäsche mitmachen. Ne? Ich muss sagen, das ist das Beste. Das ist richtig schön feucht. Das hält richtig lange. Ne? Die anderen verdunsten sofort. Das ist richtig gut. Aber das Schlimme ist, was sagt es mir, wenn... Was sagt es mir, wenn ich das Desinfektionstuch als das Beste an dem Meal Ready to Eat empfinde? Ich habe hier noch die scharfe Soße. Die haue ich mir jetzt so mal im Schnell rauf. Ich bin richtig... Ich weiß nicht... Hohoho. Alter, ist die geil. Spicy Sauce. Alter. Da ist irgendwie Tabasco oder so mit drin. Die ist ja mal richtig scharf. Da wird dir warm von innen. Die ist cool. Alter. Schönes Stück Fleisch, die Soße rauf, geil. Cool. Cool. Also, zwei geile Sachen. Die Soße ist super. Ach, die ist ja richtig scharf, ne? Und das Desinfektionstuch ist super. Die Schokolade war 60% Schokolade, die war noch nicht mal gut. Ne? Dieser komische Eiweißriegel hier hat ehrlich gesagt nach gar nichts geschmeckt. Ein bisschen süßlich, das war's dann. Der Kaffee ist räudig, es ist kein Zucker dabei und kein Kaffeeweißer. Gut, die Erdnüsse schmecken nach Erdnuss, das ist fantastisch. Dieser komische Saft hier, der ist genauso schön wie der amerikanische, das ist nur künstlich. Das ist richtig, boah, bäh, ne? Und das Essen, mal gucken, ob es jetzt vielleicht ein bisschen besser schmeckt. Oh, jetzt ist eine richtige dicke Masse geworden. Jetzt ist es richtig durchgezogen. Ja, tatsächlich muss ich jetzt mich ein bisschen revidieren. Ist doch ein bisschen mehr Geschmack, wenn es richtig durchgezogen ist. Ne? Aber es geht, haut einen jetzt nicht um. Ne? Es ist natürlich schön, es ist alles sehr wenig. Also kleines Packmaß, ne? Man hat nur diese Tüte hier. Man braucht halt eine externe Hitzequelle. Ich hatte hier vorsichtshalber extra mein S-Speed hingelegt, aber ich habe ja heißes Wasser noch gehabt hier. Also heißes Wasser muss man in sich machen und dann da rein. Ne? S-Speed ist nicht dabei. Das war ja auch bei den Franzosen war ja der kleine S-Speed-Kocher mit den Brennstofftabletten dabei. Aber finde ich jetzt nicht, also es hat mich nicht umgehauen. Ne? Wenn ich irgendwo in der Arktis bin, tiefer schneit, ich habe Hunger wie Sau, bisschen Schnee schmelzen, dann geht das. Ne? Real, ne? Real, was denn real? Dann geht das. Ne? Also man wird satt davon. Wenn ich dieses Ding hier, dieses ganze Teil, wenn ich dieses ganze Teil hier weg habe, ne? So sieht es jetzt aus. Da, so, ne? Wenn ich das ganze Zeug weg habe, bin ich satt. Bin mir ziemlich sicher, dass ich dann satt bin. Und der, von dem ich das habe, der sagte, gibt davon 3 Stück am Tag. Das ist also eine Ein-Drittel-Mahlzeit. 8-Stunden-Ration. Aber davon kann man nicht leben. Ich denke mal, er hat mir nicht erzählt, dass es noch eine normale dazu gibt. Wo noch Brot dabei ist, ein bisschen Aufschnitt, hier ist Wurst oder so. Kaffeeweißer, ein Tee vielleicht, noch irgend sowas. Ne? Denke ich mal, dass es so ist.
Aber sonst muss ich sagen, das kommt Platz 1 immer noch der Franzose mit Abstand bis jetzt. Platz 2 der polnische war teilweise nicht schlecht oder der Amerikaner. Die beiden waren nicht schlecht. Dann wird das hier kommen und zum Schluss, ja gut, aber das war eine Frühstücksration von den Spaniern. Die Frühstücksration. Ich bin nicht super enttäuscht. Ich habe hier noch einen liegen. Wo habe ich denn den? Ach, der liegt im Regal hinten. Oder im Keller. Irgendwo liegt da. Bei den anderen wahrscheinlich im Keller. Da ist irgendwie irgendwas mit Schweinefleisch drin. Den werde ich irgendwann auch nochmal probieren. Aber ehrlich gesagt, jetzt dieses Ding hier hat mich nicht vom Hocker gehauen. Das Ding ist aber jetzt durchgezogen halt, ne? Jetzt sieht es gut aus. Riecht auch halt sehr würzig, sehr künstlich würzig. Das Französische hat richtig natürlich geschmeckt. Verrückt. Echt. Aber gut. Ja, das war mein Probiertag, meine Probierstube für das norwegische Arktik-Menü. Welche Nummer waren das? Ich weiß es gar nicht mehr. Nummer 23. Vegetarisches Chili. Das ist so ein Ding, wenn ich so ein Ding kriegen würde, ich würde sofort eintauschen. Gegen Mars oder ein Snickers, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das ist so. Bin jetzt von den Franzosen verwöhnt. Die haben gut geschmeckt, das war gut. Ja. Ich bin schon durch. Ich freue mich. Probiert es selber. Die Dinge gibt es überall für wenig Geld zu kaufen. Die Teile kosten 10er meistens so, ne? 10, 15 Euro rum. Ne? Lohnt sich das mal einzuprobieren. Damit man nochmal guckt, wie die anderen so rummümmeln, was die so mümmeln. Schreibt mir, ob ihr die schon mal probiert habt, was ihr dazu haltet. Schreibt mir mal, ob ihr wisst, ob es dazu noch ein normales MRI gibt. Also Meal Ready to Eat. Oder ob man wirklich nur diese drei hiervon kriegt. Keine Ahnung. Zu meiner Zeit, wo ich beim Bund war, wir haben immer nur die Kartons gekriegt vom deutschen Ehepaar. Oder die Kartons von den Holländern oder die Kartons von den Engländern. Die hatte ich ein paar Mal. Ne? Oder damals schon die Tüten von den Amerikanern. Norwegisch hatten wir damals nicht. Hatten wir damals eigentlich, ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ja. Schreibt mir. Es war interessant. Hat mich nicht hingehauen. Ich bin etwas enttäuscht. Es tut mir leid. Die Soße war super. Die hat geschmeckt. Ja. Sorry, aber ich hoffe, ihr schaltet trotzdem irgendwann noch mal ein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Fernbedienung. Ich muss sagen, das ist doch die Fernbedienung von der Kamera ist echt Müll, ne? Die ist echt Müll. Oder brauche ich eine neue Batterie? Moment.